Hallo. Am 15. August feiern wir das Fest Maria Aufnahme in den Himmel. Es liegt meist, wie auch in diesem Jahr, in den Sommerferien. Maria, die Jesus geboren hat, ihn aufzog, die den Weg des Sohnes begleitete, ja bis hin unter das Kreuz, bis Jesus starb. Sie hat zu Beginn des Weges als junge Frau Ja gesagt zu diesem Weg. Ja gesagt zur Botschaft des Engels, in der Gott sagte, er möchte mit ihr gehen. Er wolle seinen Sohn in die Welt senden, durch sie. Sie sagte Ja zu diesem Weg und vertraute dem Weg, den Gott erwählt hat. Bis zu ihrem Lebensende bestimmte das Ja ihren Weg. Dabei wird es mit Sicherheit immer wieder Höhen und Tiefen gegeben haben. Was für Höhen und Tiefen das waren, etwa als die Eltern den jugendlichen Jesus suchten und schließlich im Tempel fanden. Oder im Hinblick auf die Hinrichtung, vorher das Urteil und dann, dass Jesus starb. Von ihrem Lebensende erfahren wir aus der Einheitsübersetzung der Bibel nichts von Maria. Aber die Tradition kann uns von ihr als Glaubenszeugin erzählen. Dieses Fest Maria Aufnahme in den Himmel kennt nicht nur die katholische Kirche. Es ist ein ökumenisches Fest, wenn man so will. Maria verbindet uns darin. Ursprünglich feierten die Christen in Syrien im 4. Jahrhundert dieses Fest. Von dort gelangte es wenig später nach Jerusalem und dann im 6. Jahrhundert in alle Ostkirchen. So verbindet dieses Fest, so entnehme ich es dem ökumenischen Heiligenlexikon jedenfalls, die koptische Kirche genauso wie die Armenier, die syrisch-orthodoxen Christen wie die syrische Kirche des Ostens, auch assyrische Kirche genannt. Gemeinsam mit ihnen und den Anglikanern können wir Maria als Glaubende feiern. In der Ostkirche wird dieses Fest auch als Maria-Entschlafung bezeichnet oder als der Übergang, der Hinübergang Mariens. Ich finde dies zwei passende Bezeichnungen für diesen Festtag. Gerade für uns heute in dieser Situation als Glaubende. Vielleicht liegt es noch einmal näher, als sich Maria als Himmelskönigin vorzustellen. Ihr Leben, davon bin ich überzeugt, endet mit dem Ja Gottes zu Maria. Er hat Ja zu ihr gesagt am Anfang des Weges und so glaube ich es auch am Ende des Weges und hat sie dadurch zu sich aufgenommen, sie bei sich geheiligt. Für mich ist dieser 15. August ein Tag des Festes. Einer, an dem ich an die Menschen in Syrien denke und für sie bete. Und ein Tag, an dem wir die Gemeinschaft, das gemeinsame Vorbild Mariens in der Ökumene begehen können. In diesem Sinne
wünsche ich Ihnen einen guten Festtag und eine schöne letzte Ferienwoche.